Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. An meiner Seite heute Sebastian Ehlers. Sebastian Ehlers ist der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion in der Stadtvertretung Schwerin und gleichzeitig Landtagsabgeordneter. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch in der Bundespolitik aktiv sind, so in Netzwerken und so weiter. Und da fragt man sich natürlich, was sagen Sie dazu, dass jetzt ein neuer Fraktionsvorsitzender dort gewählt wurde, Ralf Brinkhaus. Ist das die Kanzlerdämmerung? Na, das würde ich nicht so sehen. Ich bin ja selbst Fraktionsvorsitzender, wenn auch nur auf kommunaler Ebene. Da weiß man, dass man da nicht immer nur einen Beliebtheitspreis gewinnt, weil man auch mal unangenehme Entscheidungen treffen muss, auch in der eigenen Truppe. Und von daher ist das sicherlich ein außergewöhnlicher Vorgang, bin ich völlig dabei, weil das sicherlich nicht jeden Tag passiert. Aber ich würde es auch nicht überbewerten. Nach 13 Jahren war der Wunsch scheinbar bei den Kollegen da, auf neue Kräfte zu setzen. Und der neue Kollege macht ja einen sehr engagierten Eindruck und hat ja auch erklärt, dass er mit der Kanzlerin sehr eng zusammenarbeiten wird. Deswegen würde ich diesen ganzen Vorgang jetzt auch nicht so dramatisieren, wie es vielleicht Ihre Kollegen machen. Das machen die Medien wieder. Die Medien sind wieder schuld. Nicht immer, aber in dem Fall ist es natürlich ein schönes Thema für die Medien. Und das ist dann so. Aber ja. Ich würde es jetzt nicht überbewerten. Aber klar, nach den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, auch auf Bundesebene ist es wichtig, dass man da jetzt auch wieder zur Sacharbeit zurückkommt. Ich glaube, das erwarten die Menschen auch, dass man die Probleme löst und sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Genau, wir als lokalen Medien sind da ja ganz anders. Deswegen kommen wir jetzt wieder zurück. Sie sind Stadtpolitiker und Kommunalpolitiker und Landtagspolitiker. Das Thema hatten wir ja schon mal, da habe ich Sie ja schon mal gefragt, mit diesen zwei Herzen, die da an Ihrer Brust schlagen. Da haben wir jetzt ja verschiedene Themen. Wir hatten das im Vorgespräch auch ganz kurz angeschnitten, Anliegen. Ausbaubeiträge. So, da möchte natürlich auf der einen Seite die Kommune ihre Anlieger natürlich und helfen, dass sie es wie in anderen Bundesländern macht, die Anliegerbeiträge ganz streichen. Das ist aber Landespolitik. Als Landespolitiker müssten Sie da entscheiden, sozusagen auch ein Gesetz zu schaffen, dass das rechtfertigt. Was sagen Sie dazu? In Schwerin ist das ein großes Thema gewesen in den letzten Wochen, Monaten. Wir haben ständig darüber berichtet. Ja, das ist, glaube ich, eines der größten Themen in den letzten Wochen gewesen. Wir haben ja vor 3 Wochen die 44.000 Unterschriften im Landtag entgegengenommen. Ich war mit dabei. Es bewegt viele Menschen und deswegen ist es, glaube ich, in der Tat ganz gut, wenn man dann neben dem Ehrenamt in der Stadtvertretung auch im Hauptamt im Landtag arbeitet. Weil im Gegensatz zu vielen anderen kann ich halt daran mitwirken, dass sich die Situation verbessert. So, wir haben eine Arbeitsgruppe jetzt auf Ebene der Koalition eingerichtet, die sich mit dem Thema befasst. Es ist ja etwas komplexer, auch der Städte- und Gemeindetag, also der Vertreter der Kommunen, hat ja große Bedenken, die Anliegerbeiträge abzuschaffen. Wir reden da ja auch finanziell über Größenordnung 25 bis 30 Millionen Euro landesweit. Und von daher sind wir da jetzt dabei, eine Entscheidung zu finden. Bemerkenswert finde ich dabei, dass ja nicht mal die großen Oppositionsfraktionen, sprich AfD und Linke, bisher gefordert haben, das gänzlich zu streichen. Also ein Thema, was nicht ganz so einfach zu lösen ist. Ja, in Schwerin ist ja zum Beispiel gerade Ruganer Straße, da steht jetzt der Baustart bevor, was den Ausbau anbelangt. Aber da sind natürlich auch soziale Härtefälle mit dabei. Sollte man da Ausnahmen machen? Na, ich halte, wenn man das Thema anfasst, halte ich nichts davon, jetzt irgendwelche Ausnahmen dazu machen und Härtefälle. Ich glaube, wenn man es anfasst, und das zeigen ja andere Bundesländer auch, dann sollte man es komplett streichen. So, weil wir haben es jetzt in vielen Ländern gesehen, in Sachsen-Anhalt, selbst in den etwas ärmeren Bundesländern macht man sich jetzt auf den Weg. Und ich glaube, Anliegerbeiträge wie in der Ruganer Straße, Sie haben das Beispiel genannt, da haben wir schon stadtseitig, ne, mit Bernd Nottebaum als Dezernent, schon alles Rechtliche ausgenutzt, sodass die sich halbiert haben. Ne? Aber wenn dann immer noch irgendwas bei 40.000, 50.000 Euro gezahlt wird, kann ich das keinem mehr seriös erklären, dass sein Grundstück da jetzt an Wert gewinnt, wenn da künftig statt Tempo 30, Tempo 50 gefahren wird, wahrscheinlich auch mehr Verkehr auf der Straße sein wird, weil sie dann besser ist. Und von daher wäre ich dafür, das Thema entsatzlos zu streichen. Wie gesagt, Sie haben es ja selber gesagt, andere Bundesländer preschen vor, wann preschen Sie hinterher? Wir haben uns ja vorgenommen, das Thema in diesem Jahr sozusagen abzuräumen, wie man so schön in der Politik sagt. Wir haben jetzt September, das Jahr hat noch ein paar Monate, von daher gehe ich davon aus, dass man es abräumt. Wie gesagt, ist nicht so ganz einfach, weil natürlich viele andere Themen auch auf Landesebene sind, die auch Geld kosten. Wenn Sie das Thema beitragsfreie Kita denken, wir haben als CDU ja durchgesetzt, dass bei der Justiz, bei der Polizei mehr Stellen geschaffen werden. Das sind alles Themen, die uns finanziell ja auch über Jahre belasten. Das sind ja keine Einmalinvestitionen, sondern das sind Ausgaben über Jahre. Und deswegen natürlich guckt man sich das vorher ganz genau an, ob man diese Last auch tragen will. Weil wenn am Ende das Land sagt, wir schaffen das Gesetz, die Pflicht ab in dem Gesetz, dann natürlich, wenn die Kommunen die Frage stellen, wer bezahlt es dann? Und das wird dann wahrscheinlich das Land sein dürfen. Ja, damit sind wir bei den Finanzen von Schwerin, also auch ein großes Thema, weil der Oberbürgermeister hat jetzt den neuen Doppelhaushalt für 2019 und 20 vorgestellt. Das sieht ein Defizit vor von 17 Millionen bis über 20 Millionen.
Was sagen Sie als CDU-Fraktion dazu? Na, die Zahlen sind natürlich schon dramatisch, muss ich sagen. Ich meine, die SPD hat über Jahre die vorherige Oberbürgermeisterin immer als Schuldenkönigin bezeichnet. Von Frau Papandreou war da die Rede in Anspielung auf Griechenland. Und jetzt wird ein Haushalt vorgelegt mit 17 Millionen Euro Defizit. Das ist schon eine Hausnummer. Wir sind uns am Anfang der Beratung, werden uns anschauen, wo es da auch noch Potenziale gibt, eventuell für Einsparungen, wo es aber auch Potenziale gibt, wo man gegebenenfalls nochmal nachsteuern kann, weil wir auch in vielen Bereichen Investitionsstau haben, in vielen Bereichen ja auch die Förderung, gerade im freiwilligen Bereich, seit vielen Jahren auf dem gleichen niedrigen Niveau ist. Und das muss man sich dann mal ganz genau anschauen. Wichtig ist, wir arbeiten da mit Steuergeldern, das muss vernünftig eingesetzt werden. Ja, wir hatten ja mit Herrn Bartschy darüber gesprochen, wir hatten auch mit Herrn Horn von den unabhängigen Bürgern darüber gesprochen. Und beide meinen, das sind Ausgaben, um die man teilweise gar nicht drumherum kommt. Und wir müssen den Status von Schwerin als kreisfreie Stadt, als Landeshauptstadt neu bewerten und sollten dafür sogar auch vor Gericht ziehen, um uns da mehr Geld zu erstreiten. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn? Ja gut, vor Gericht haben wir als Stadt ja bisher nie so gute Erfahrungen gemacht. Also alle Gerichtsverfahren, in die ich mich erinnere, sind meistens zu unseren Ungunsten ausgegangen. Richtig ist, sage ich mal, dass wir durch die Entscheidung zum Thema Theater, das Angebot des Landes, die Anteile der Stadt zu übernehmen, da werden wir irgendwas bei 5 bis 6 Millionen Euro Entlastung erfahren. Das müsste man also gedanklich schon mal da ein Stück weit mit reinrechnen. Und dann werden wir natürlich die Frage auf Landesebene jetzt bald entscheiden, wie es mit dem Thema Finanzausgleich, also FAG in der Fachsprache, dann künftig sowieso weiter ausgeht. So, wann gibt es da sozusagen Prozesse, Entscheidungen? Das ist jetzt sozusagen in der Vorbereitung. Es soll in dieser Wahlperiode auch dann Neues auf den Tisch gelegt werden. Das ist immer unsere Schwierigkeit so ein bisschen. Wir sind ja die einzige kreisfreie Stadt, so zusammen mit Rostock. Und das heißt, wenn man uns was Gutes tut, tut man der Hansestadt Rostock, die ja bekanntlicherweise über ganz andere finanzielle Möglichkeiten mittlerweile verfügt, genau das gleiche Gute dann in dem Moment. Und von daher ist das ein bisschen die Schwierigkeit, weil Rostock braucht eventuell die Dinge, die wir brauchen nicht, weil die können, sag ich mal, aus eigener Kraft sich ein Theater bauen, die können eine Buga aus eigener Kraft machen. Die brauchen nicht die Hilfe des Landes. Aber da könnte man doch ein Stück weit Finanzausgleich, Solidarität von Rostock auch einfordern. Ich meine, wir sind immerhin die politische Hauptstadt hier, Rostock die wirtschaftliche Hauptstadt. Da kann noch ein bisschen Geld transferieren. Da wird sich die Begeisterung in Rostock, so gut kennen Sie die Stadt hier auch, wahrscheinlich etwas in Grenzen halten. Nein, aber Spaß beiseite, das wird eine Abwägung sein, weil natürlich auch in vielen kleinen Gemeinden der Schuh drückt. Die sagen, wenn wir schon alles an Umlagen, an den Kreis etc. gezahlt werden, sind wir schon im Defizit. Das heißt, wir haben auch kaum Luft zu atmen. Deswegen ist das natürlich dann auf Landesebene dann auch der Ausgleich der Interessen zwischen den großen Städten, den kleineren Gemeinden, der muss dann da getroffen werden. Da sind wir am Anfang, aber ich glaube, es muss insgesamt mehr Geld ins System. Da würden wir uns auch als CDU für einsetzen im Land, sodass am Ende auch unten, egal ob jetzt bei Schwerin oder auch bei den kleineren Gemeinden, mehr ankommt. Es gibt ja eine Konsolidierungsvereinbarung mit dem Innenministerium. Mhm. Innenministerium macht die Kommunalaufsicht, also schaut auch auf die Finanzen der Städte. Und die haben gesagt, wenn ihr bei 12 Millionen Defizit bleibt, also Neuschulden machen jedes Jahr, dann ist das okay. Jetzt mit 17 Millionen ist das nicht okay. Daraus entstehen Konsequenzen. Ja, die Konsequenz ist ja, dass das Innenministerium erstmal gesagt hat, wir verhandeln mit euch nicht weiter, weil eine Fortsetzung der Konsolidierungsvereinbarung. Das ist natürlich ein schwerer Schlag, weil wir haben da jetzt jahrelang von profitiert. Wir in höherem Maße, als das künftig sein wird. Wir reden dann also jährlich über 1,5 Millionen Euro Konsolidierungshilfe, die uns fehlen würden. Das ist auch kein Pappenstiel. Und von daher muss man sich jetzt in der Tat ganz genau im Haushalt nochmal anschauen, wo es da eventuell noch Potenziale gibt. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt am Anfang. Da wurde ja, ja gerade das eingebrachte Haushalt, die Fachausschüsse beginnen jetzt zu tagen, wo es da eventuell noch Potenziale gibt. Können wir dann nochmal aufs Detail gucken? Was gibt es für Potenziale? Wo sehen Sie Potenziale? Wo muss man unbedingt hingucken? In welchem Bereich? Ja, es gibt ja die sogenannten pflichtigen Aufgaben. Da kommen wir nicht drum rum. Die Frage ist halt, ob wir die Standards, die wir ansetzen, weil das ist ja so ein Thema seit Jahren und wo auch jetzt der neue Oberbürgermeister bisher noch keine befriedigende Antwort vorgelegt hat. Wir haben im Vergleich zu anderen Städten und Kreisen viel höhere Ausgaben pro Kopf, was das Thema Jugend angeht. Also Jugendliche, die aus den Familien rausgenommen werden, das ist in Schwerin teurer als im Umkreis. Und das ist sehr unbefriedigend. Da hält man immer irgendwelche Begründungen, die man jetzt als Laie in dem Fall nicht so nachvollziehen kann. Und das ist ein Thema, dem man schon nochmal auf den Grund gehen muss, warum das hier in Schwerin so viel teurer ist. Weil es ist eine pflichtige Aufgabe. Es ist ja die Frage, muss ich sie auf dem Niveau ausfüllen oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Nochmal die Frage, wird Schwerin bei dem Thema Integration, aber auch von Flüchtlingen, ein Stück weit vom Bund und vom Land im Regen stehen gelassen? Weil auch das bringt ja erhöhte Kosten. Ja, wir haben ja die Situation, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern alles, was so in den ganzen Bereich Erstaufnahme anging und dann noch Integration hier in die Stadt, das hier übernommen wurde. Aber natürlich, klar, hängen da jetzt Folgekosten dran, ist völlig klar. Wir bauen ja Kitas, Schulen,
nicht nur für die Flüchtlingskinder, aber natürlich auch. Wir richten Wohnraum her und viele andere Bereiche. Und das ist natürlich schon auch eine Forderung aus Kommunalpolitik, dass man da auch stärker entlastet wird. Weil wir als Schwerin tragen da eine Hauptlast, weil viele kommen nach Schwerin. Das Zentrum, das zieht schon an. Deswegen tragen wir damit die Hauptlast. Und das wäre schon eine Forderung, auch wenn man mit dem Land jetzt weiter verhandelt. Ja, ganz spannend wurde es ja in der Stadtvertretung, als der Bürgermeister, Herr Oberbürgermeister, angefangen hat, in Widersprüche zu gehen. Das kannte man in Schwerin gar nicht, dass Bürgermeister Widersprüche anmeldet. Es gab sozusagen mehrere, jetzt in letzter Zeit zwei, und da ging es um den Zoo, wo der Bürgermeister argumentiert hat, der Zoo hat als eigenes Wirtschafts- und Unternehmen zu entscheiden, wie teuer seine Jahreskarten sind. Sie als Fraktion sind da im Widerspruch gegangen, weil Sie sagten, die Familienjahreskarte darf einen bestimmten Preis nicht überschreiten. Haben Sie dann auf der anderen Seite auch in den sauren Apfel gebissen, natürlich in den Zoo finanziell besser ausgestattet? Ja, das ist ja jetzt der Vorschlag auch schon im Verwaltungsentwurf. Also da ist ja der Vorschlag, dass der Zoo jährlich 230.000 Euro mehr bekommt an Zuschuss. Also deutliche Erhöhung auf dann 1,2 Millionen Euro. Dem trägt man also schon Rechnung. Und ich will noch mal was dazu sagen, weil da viele Legendenbildungen im Umlauf waren. Ich finde es allein schon imagemäßig, wenn man sich da auch als familienfreundliche Kommune präsentieren will. Und ich gehe häufiger mal in den Zoo. Dann schon schwierig, wenn man da auf der Preistafel sieht, nicht verfügbar als Familienjahreskarte. Alle anderen Karten gibt es. Und dies wird als einziges sozusagen rausgepickt. Und wenn man da mit zwei Erwachsenen hingeht und dann 25 Euro zahlt und dann war man noch kein Eis essen und war noch nicht im Zooshop und hat noch keinen Kaffee da getrunken, dann ist das schon finanzielle Belastung. Und ich glaube, wenn wir uns da familienfreundlich aufstellen wollen, dann sollte man schauen, dass man nicht dieses Kartenmodell da streicht. Da gibt es ja viele Überlegungen auch. Man kann das ja machen wie bei Sportvereinen, dass man sagt, man macht eine limitierte Aktion, 500 Karten gibt man pro Jahr raus. Kann man ja über alles reden, aber das einfach ersatzlos zu streichen, finde ich persönlich schwierig. Gehört Fahrradfahren auch zum Thema Familienfreundlichkeit für Sie? Fahrradfahren gehört sicherlich auch dazu, ja. Da gab es ja den zweiten Widerspruch. Da wollten Sie letztendlich, haben es dann natürlich auch durchgesetzt in der Stadtvertretung, den Ausbau der Radwege in Schwerin, das heißt die Markierung der Radwege. Lübecker Straße ist so ein Thema. Ja, ein bisschen mehr in die Zukunft verschieben auf 2020. Der Oberbürgermeister sagt, wir wollen möglichst schnell fahrradfreundliche Stadt werden. Und das hat ja auch was mit Familienfreundlichkeit zu tun, wenn man sozusagen dort sichere Möglichkeiten für Fahrradfahrer mit einräumt. Naja, wir wollen ja nicht den Fahrradverkehr generell begrenzen, deswegen ist es ja gut, dass man hier auch mal Gelegenheit hat, das klarzustellen, weil bei allen wichtigen Radfahrprojekten, da waren wir ja eigentlich immer die Vorreiter, da gab es dann eher aus dem Bereich der Grünen und andere, ob sie jetzt an Lankursee denken oder andere Bereiche, die Hauptkritikpunkte. So, jetzt geht es um ein kleines Stück, Teilstück Lübecker Straße, und da haben wir einmal jetzt mal die Situation, dass wir da jetzt zwei Schulneubauten haben in der Weststadt, dass jetzt schon eine riesige Verkehrsbelastung ist. Ich war gestern Abend gerade dort zum Termin, da findet man jetzt schon keinen Parkplatz und kommt kaum voran. Da wird also erhöhter Baubetrieb sein, die Schülerzahl wird sich dort von 1.000 auf 1.400, 1.500 erhöhen. Wir haben andere Baumaßnahmen in dem Umfeld, deswegen haben wir gesagt, das würden wir gerne abwarten, um dann nochmal eine neue Verkehrszählung zu machen, um zu schauen, ist es überhaupt möglich, diese zwei Spuren da rauszunehmen und daraus eine Spur plus Fahrradspur zu machen. Und daraus jetzt einen Angriff auf alle Fahrradfahrer zu konstruieren, ist natürlich völlig abwegig. Ich glaube, das ist sehr vernünftig, das jetzt erstmal abzuwarten, die zwei, drei Jahre. Der Beschluss ist nicht gekippt, er ist sozusagen nur zurückgestellt. Und ich glaube, das ist sehr vernünftig. Die Feuerwehr zieht dort um künftig, die Berufsfeuerwehr wird dorthin kommen. Also viele, viele Punkte kommen dazu. KIW vorwärts, das Gelände wird entwickelt, das ist alles dort im Bereich, und man hat jetzt dort teilweise schon Stausituationen, und ich glaube, deswegen ist es auch verkehrspolitisch vernünftig, da jetzt abzuwarten. Also durchaus ein pragmatischer Ansatz dann. Das ist absolut. Wir sind da ja keine Ideologen bei dem Thema. Wir haben bisher auch immer alle Fahrradprojekte, da werden Sie auch keins finden, wo wir dagegen waren, immer mit unterstützt. Das muss sinnvoll sein, aber es muss halt auch maßvoll sein, dass auch die anderen Verkehrsteilnehmer, und dazu gehören die Autofahrer, die Fußgänger, auch irgendwo dort ihr Recht haben. Nun wundern sich natürlich andere Kommunalpolitiker, gerade die immer außen vor sind, dass da Entscheidungen sozusagen natürlich in Abstimmung erfolgen zwischen Linken und CDU und anderen Parteien. Kann man in Schwerin von so einem Bündnis sprechen, von so einem Zweckbündnis auch zwischen Links und CDU? Ja, dass wir jetzt seit Jahren auch eine vernünftige Zusammenarbeit pflegen, das ist ja, glaube ich, das ist bekannt. Aber CDU und Linke haben in der Stadtvertretung keine eigene Mehrheit. Von daher ist auch diese ist eine Legendenbildung. In dem konkreten Fall war es in der Tat so, dass wir da bei den Themen einer Meinung waren. Und dann stimmt man nochmal gemeinsam ab. Kann Ihnen aber auch 1.000 Beispiele nennen, wo wir nicht gemeinsam abstimmen, weil auch dort zwischen CDU und Linken immer noch
ein paar Meilen dazwischen liegen. Ja, nochmal eine Frage zu einem Investor, der hier abgesprungen ist. IGB war das, ein Herr Goethke. Was sagen Sie dazu aus CDU-Sicht? Ist das tragisch für die Stadt oder haben wir da einen adäquaten Ersatz, weil es ja hier jemanden gab, der auch eigene Konzepte entwickelt hat und der hier langjährig als Unternehmer tätig war? Ja, wir haben ja die Entscheidung, der Stadtvertretung war ja relativ eng und ich habe damals ja auch gesagt, es liegen zwei gute Konzepte auf dem Tisch. Einmal die Schaffung von bis zu 40 Industriearbeitsplätzen, ein Technologieunternehmen und auf der anderen Seite das Thema Marina. Wir haben uns in der Abwägung, gerade auch, weil es auch aus der Szene der Unternehmer viele gesagt haben, wenn du so einen an der Angel hast, dann sollte man den versuchen nach Schwerin zu holen. Und die Fläche gehört uns ja nicht, die gehört dem Land und die haben dem Investor diese Fläche angeboten. Und wir haben als CDU darauf geachtet, dass in dem Beschluss, der formuliert wurde, einige Vorbehalte eingezogen wurden. Also zuerst die gewerbliche Investition, dann Wohnbebauung, er wollte dort einen Campus errichten, bestimmte Grundstücksgrößen haben wir definiert. Und an diesen Vorgaben scheint es jetzt sozusagen gescheitert zu sein, wie meine Informationen so sind. Von daher war es wahrscheinlich richtig, das so zu machen. Und da sage ich jetzt im zweiten Schritt, dann sollten wir jetzt alles tun, um dann das zweite gute Projekt jetzt auf den Weg zu bringen, und das ist das Thema Marina. So, Schwierigkeit ist nur, die Fläche gehört uns nicht, die gehört dem Land. Das heißt, man muss jetzt mit dem Land miteinander reden, wie es da weitergeht. Und ich glaube aber, das ist ein guter Standort für das Thema Marina. Wenn ich jetzt höre, da soll ein sozialer Wohnungsbau folgen, ich glaube, da haben wir andere Möglichkeiten noch. Aber eine Marina kriegen wir nun mal nicht an jedem Standort hier implementiert. Wie ist ansonsten das Verhältnis mit der Stadtverwaltung, also auch mit dem Oberbürgermeister in der Stadtvertretung? Ich glaube, insgesamt ganz konstruktiv. Ja, ich glaube, das geht hier um die Sache am Ende des Tages. Und natürlich jetzt im Blick auch auf die nächste Kommunalwahl im Mai wird es vielleicht mal hier und da etwas rauer. Aber ich glaube, am Ende geht es immer noch um die Sache. Und deswegen, das klappt eigentlich ganz gut. Und wir haben halt keine festen Bündnisse schon seit Jahren nicht mehr in Schwerin. Und ja, das führt dazu, dass es halt mal wechselnde Mehrheiten gibt. Dann geht es mal mit einer Stimme in die Richtung, mal mit zwei in die. Das gehört dann irgendwo dazu. Das macht es ein bisschen auch herausfordernd, weil das natürlich auch anders als im Land ist, wo du eine Koalition hast. Da weißt du, wie die Abstimmung ausgeht. Hier ist es manchmal ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen ist das ein vernünftiges Miteinander. Herr Ehlers, wie immer ein sehr interessantes Gespräch. Zum Schluss natürlich noch den Ratgeber teilen mit einem konkreten Ausflugstipp für unsere Gäste. Haben Sie noch einen Geheimtipp? Nochmal für unsere Zuschauer natürlich, nicht für unsere Gäste. Machen wir gleich nochmal, ja? Okay? Ja. Herr Ehlers, erstmal vielen Dank natürlich für diese interessanten Auskünfte. Am Schluss unserer Sendung immer nochmal der Ratgeber teilen mit einem Ausflugstipp. Tipp für unsere Zuschauer, haben Sie da was? Geheimtipp nochmal in der Region? Also Geheimtipp ist es nicht, aber ich glaube gerade jetzt in der Jahreszeit ist der Zoo nicht ganz so gut besucht wie im Sommer. Deswegen glaube ich, macht Sinn, auch jetzt mal die schönen Herbsttage, die wir haben, dort zu verbringen. Da kann man viel erleben, da ist einiges ja auch passiert und kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit besuchen. Ja, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, besuchen Sie den Zoo hier in Schwerin. Das lohnt sich, da gibt es interessante Tiere und wenn es mal regnet, gibt es auch das eine oder andere Indoor-Vergnügen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Vielen Dank, Herr Ehlers. Gerne.